Hi, wir reden heute über Ziele. Ich glaube, jeder von uns setzt sich irgendwie neue Ziele fürs nächste Jahr oder hat irgendwelche Vorsätze, vielleicht aber auch nicht. Aber Ziele fürs neue Jahr sollte eigentlich jeder von uns haben. Warum? Weil Ziele unglaublich wichtig sind fürs Leben. Ansonsten dümpelt man sein ganzes Leben einfach nur vor sich hin und hat so kein Ziel. Komme ich heute nicht, komme ich morgen? Ach, ich würde gern dies, ach, ich würde gern das. Und man setzt im Endeffekt gar nichts um. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, ein Ziel fürs neue Jahr zu haben. Und wie du diese Ziele am besten erreichen kannst, das zeige ich dir heute in diesem Video. Aber erstmal ein herzliches Hallo von mir. Ich bin Nicole, ich lebe gesund. Und hier auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema gesunde Ernährung. Und vor allen Dingen, wie du es schaffst, deine Ernährung auf gesund umzustellen und somit ein wesentlich gesünderes Leben führst. Mein Vorsatz bzw. auch mein Ziel im neuen Jahr ist es, noch mehr Menschen für gesunde Ernährung zu begeistern und ihnen klarzumachen, wie wichtig und was für eine Basis gesunde Ernährung für unsere spätere Gesundheit ist. Also falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann darfst du das jetzt hier gerne tun. Damit unterstützt du mich auch noch unglaublich. Mein Tipp Nummer 1 ist es, warte nicht aufs neue Jahr. Das neue Jahr beginnt ja auch schon, wenn heute das Video rauskommt, in 3 Tagen. Was ändert sich im Endeffekt? Ja, der 1.1. ist auch noch ein Sonntag, ist ja auch mega demotivierend. Gut, man hat auch viel gefeiert an Silvester, aber am Sonntag kannst du sowieso nicht so viel bewegen. Also startet quasi dein neues Jahr dann eher ab Montag. Und was verändert sich dann für dich? Also mach dir das mal richtig klar. Was verändert sich am Montag zum Beispiel morgen oder heute für dich? Eigentlich gar nichts. Das Einzige, was sich ändert, ist letztendlich das Datum. Und wenn ich dir einen Tipp geben kann, dann ist der Januar so ziemlich der schlechteste Monat, um mit Sport vor allen Dingen anzufangen, ja? Und ich glaube auch, dass es mit eines der Gründe ist, warum die meisten schon Anfang, Mitte Februar wieder mit dem Sport aufhören. Weil das Fitnessstudio zum Beispiel ist brechend voll. Alle Kurse sind belegt. Gefühlt dreht sich alles nur noch um Abnehmen, Sport, gut aussehen. Und für mich zum Beispiel, die wirklich das ganze Jahr über kontinuierlich, mehr oder weniger konstant den Sport ausübt, für mich ist das unglaublich anstrengend, dann in so ein volles Fitnessstudio zu gehen und mich da irgendwie zurechtzufinden. Und ich zum Beispiel habe das Bewusstsein für Bewegung, aber viele, die das Bewusstsein erst im Januar so ein bisschen mehr wecken möchten. Für die ist der Januar wirklich eines der anstrengendsten Monate, finde ich, in Sachen Sport, Fitnesskurse und, und. Also, mein Tipp, warte nicht auf irgendetwas, sondern wenn du dich wirklich entschieden hast, okay, ich muss was ändern, ich muss was tun, dann mach es am besten sofort. Wenn du heute keine Zeit hast, dann auf jeden Fall ab morgen und nicht, keine Ahnung, ab Montag. Mein zweiter Tipp ist es, schreib dir deine Ziele auf. Ich habe das immer auch für irgendwie so ein bisschen Quatsch empfunden oder ich habe mir gedacht, ja, soll ich mir das dann mal auf einen DIN A4-Blatt schreiben? Es ist aber unglaublich wichtig. Und definiere deine Ziele. Schreib sie so genau auf wie möglich. Weil ich ganz, ganz häufig höre, ich höre das eigentlich nur, ob das Freundinnen sind, ob das Familienmitglieder sind, sei es mal dahingestellt, Arbeitskollegen, ich höre immer solche Ziele. Ja, nächstes Jahr, da möchte ich ein bisschen abnehmen. Ja, nächstes Jahr, da würde ich mich gerne gesünder ernähren. Nächstes Jahr will ich auf jeden Fall weniger rauchen. Ja, aber das ist doch kein Ziel. Also, das ist kein definiertes Ziel. Ein definiertes Ziel ist es, ich möchte nächstes Jahr bis zum Dezember 5 Kilo abnehmen. Das ist für mich ein Ziel. Weil letztendlich, wenn du sagst, ich möchte bis nächstes Jahr abnehmen, und hast dann 100 Gramm abgenommen, dann hast du ja auch bis nächsten Jahr, also bis zum Dezember abgenommen. Oder wenn jemand sagt, ich möchte weniger rauchen und raucht sonst eine Schachtel und jetzt raucht er eine Zigarette weniger am Tag, dann hat er ja auch irgendwo das Ziel erreicht, aber hat er damit seiner Gesundheit etwas Gutes getan? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Also bringt dir auch das wirklich etwas im Leben oder für deine Gesundheit, wenn du deine Ziele so undefiniert lässt. Nächstes Beispiel. Ich möchte mich gesünder ernähren. Wenn du eine Gurke am Tag mehr isst,
zu deinem ungesunden Essen, dann ernährst du dich ja auch ein bisschen gesünder. Aber ernährst du dich dadurch, wenn du trotzdem den ganzen Tag, ja, was weiß ich, Fastfood oder irgendwelche TK-Sachen, hochverarbeitete Sachen isst, dann, ja, die Gurke macht es dann etwas gesünder, aber auch nicht gesund. Also deswegen schreib dir das unbedingt auf, das ist so, so wichtig, und definiere es so genau wie möglich. Weil das ist dann auch letztendlich der Schlüssel zum Erfolg, und wenn du das erstmal aufgeschrieben hast und das die ganze Zeit vor Augen hast, dann kann eigentlich schon gar nichts mehr schief gehen. Dann habe ich noch einen Tipp für dich, und zwar erstelle dir ein Vision Board. Was ist das genau? Also Vision, du hast eine Vision, die du visualisierst, also optisch darstellst. Das heißt, du kannst das in Form von Papier, Stift, etwas ausdrucken, draufkleben, wenn du basteln magst. Du kannst es aber auch mit Fotos, die du aus dem Internet rausziehst und zu einer kleinen Collage bastelst. Da gibt es mittlerweile ganz viele Apps da draußen, eine Collage-App zum Beispiel, mit der das relativ schnell und einfach geht. Ich kenne nämlich mittlerweile keinen erfolgreichen Menschen, der kein Vision Board hat. Also das ist wirklich, das muss jeder haben, der Ziele im Leben hat und der die auch verfolgen möchte, und dass das Unterbewusstsein auch die ganze Zeit darauf getrimmt wird, diese Ziele auch zu erreichen. Was könnte das jetzt zum Beispiel sein? Also zum Beispiel, du möchtest in den Urlaub fahren. Dann suchst du dir ein Urlaubsbild, wie du dir wirklich deinen perfekten Traumurlaub fürs nächste Jahr wünschst oder was dein Ziel ist, wo du in den Urlaub fahren möchtest. Zum Beispiel auf die Malediven. Dann ziehst du dir ein Foto von den Malediven vom Strand raus und packst das quasi in dein Vision Board ein. Oder du möchtest zum Beispiel ein Haus kaufen. Da würde ich dann auch wieder klar definieren. Soll es eine Holzhütte sein? Soll es eine Wohnung sein? Ein Penthouse-Loft? Keine Ahnung, ein super modernes Haus mit Pool sein? Visualisiere das Ganze, zieh dir ein schönes Foto raus und pack das mit auf dein Vision Board. Wenn du es in ausgedruckter Form hast oder in gebastelter Form, dann sollte dieses Bild oft am Tag präsent sein. Das heißt, du solltest es dir einfach öfter angucken. Dafür eignet sich zum Beispiel der Sperrbildschirm im Handy, weil das Handy hast du oft in der Hand, und wenn du dann ständig deine Collage siehst mit all deinen Zielen, die du fürs nächste Jahr erreichen möchtest, dann wird dein Unterbewusstsein auch darauf getrimmt. Oder aber, wenn du die Ziele aufgeschrieben hast oder auch visualisiert hast, dann hängen sie dir ins Bad. Jedes Mal, wenn du auf der Toilette sitzt, kannst du dir deine Ziele oder dein Vision Board angucken. Das ist super wichtig. Wobei ich beides machen würde. Also ich würde mir Ziele aufschreiben und die ins Bad hängen und ein Vision Board auf dem Handy haben. Das ist wirklich so unglaublich wichtig. Ich weiß, viele denken dann immer, ja, was ist das für eine Spinnerei? Aber du verlierst dann den Fokus aus deinen Augen nicht, weil diese Bilder, die sind permanent präsent. Das ist permanent etwas, das will ich erreichen, das möchte ich erreichen, das muss ich erreichen fürs nächste Jahr. Also das ist unglaublich wichtig. Mach das auf jeden Fall. Ja, wenn ich dir noch etwas mitgeben kann, dann ist es auf jeden Fall, genieß den Weg zu deinem Ziel. Weil oftmals, und da zähle ich mich auch dazu, ich möchte zum Beispiel 15 Kilo abnehmen und dann möchte ich das bitte bis Februar erreicht haben. Das funktioniert nicht. Das ist erstens ungesund und zweitens ist das auch sehr unrealistisch. Was nicht heißt, dass wenn dir jemand sagt, dass du unrealistische Ziele hast, dass für dich auch wirklich unrealistisch ist. Das ist erstmal für die andere Person unrealistisch. Aber 15 Kilo bei, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn du 85 Kilogramm wiegst, ist 15 Kilo schon schwerer abzunehmen in einem Monat und auch mega ungesund, als wenn ich jetzt 150 Kilo wiege. Also da schon dir auch Zeit lassen, Ruhe lassen und auch diesen Weg dahin genießen, kleine Steps genießen. Also es ist unglaublich wichtig, weil sonst verlierst du den Spaß und den Mut daran, deine Ziele zu erreichen. Und das wäre ja eigentlich so ziemlich das Schlimmste, was es gibt. Wie ich es auch gerade schon gesagt habe, es gibt keine unrealistischen Ziele und du solltest auch nach Möglichkeit groß denken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte unbedingt ein Sixpack haben und 15 Kilo abnehmen und liege den ganzen Tag im Bett, dann werde ich dieses Ziel nicht erreichen. Das heißt, du darfst und sollst groß denken, aber du musst auch etwas dafür tun. Und auch Rückschläge sind ganz normal, und wenn es auch mal nicht so klappt oder stagniert irgendwo bei euren Zielen, dann nehmt euch da mal kurz raus, denkt nochmal drüber nach,
und startet dann wieder voll rein, weil es bringt nichts, die ganze Zeit an den Zielen rumzuziehen und auf Biegen und Brechen es irgendwie zu erreichen und dann am besten gar nichts zu essen oder noch mehr Sport zu machen, sodass der Körper dann völlig fertig ist, sondern nehmt euch da ruhig auch mal Zeit, nehmt euch da mal ein bisschen raus, gönnt euch mal eine Auszeit und überlegt dann wirklich strategisch, wie schaffe ich es dennoch, mein Ziel bis zum Ende des Jahres zu erreichen. Was auch wichtig ist, ist, wenn du ein Ziel schon erreicht hast, dass du dir dann in dem Bezug gleich ein neues Ziel steckst. Also das ist auch wichtig, dass du auch dein Vision Board oder deine Liste an Zielen nicht nur abhakst, sondern dann sagst, okay, ich habe diesen Step erreicht und jetzt möchte ich den nächsten Step erreichen. Weil ansonsten stagnieren so ein bisschen deine Ziele oder Vorhaben bis zum Jahresende und dann wartest du wieder aufs neue Jahr, bis du dir dann wieder neue Vorsätze und neue Ziele steckst. Und wie ich schon am Anfang erwähnt habe, du hast eigentlich das ganze Jahr Zeit, dir Ziele zu setzen, dir Vorsätze zu machen, die du erreichen möchtest und genau, warte doch nicht dann einfach immer nur bis zum nächsten Jahr. Hast du Vorsätze oder Ziele fürs neue Jahr, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare rein und denk daran, definiere deine Ziele genau. Ich bin wirklich gespannt, was euch so auf der Seele brennt, beziehungsweise woran ihr so nächstes Jahr so ein bisschen arbeitet. Dann hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen weitergeholfen habe, dass jeder von euch seine Ziele umsetzt nächstes Jahr. Und dann freue ich mich aufs neue Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.